ist. Party, was ist los? Woran hast du? So soll es geschehen. Okay, wir hören schon mal, dass sich die Mykonoiden mit einem Etting kloppen. Dein Biff sofort! Euer Ende ist nah! Also für die, die es nicht wissen, ein Etting ist ein, das Gegenteil von einem Zyklopen, könnte man fast sagen. Wer der Zyklop nur ein Auge hat, haben Ettings zwei Köpfe. Haben aber trotzdem nicht unbedingt mehr Hirn als ein Zyklop. Ich schlag dich in den Stecker. Okay, wir haben hier einen Höhleneingang gefunden. Ja, das nächste Problem ist, Ettings trocknen nicht wirklich wenn was. Es sein muss. Ja, weiter! So, machen wir das mal wieder an und gucken, ob da oben was ist. Wenn nicht, können wir uns hier unten weiter umsehen. Was? Ist das alles? Da ist noch eine Höhle. Und ich würde sagen, das wäre dann der Bandotsturm. Aha. Hier hat wohl ein Magier einfach mal seinen Turm errichtet. Okay. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. Wie kann ich helfen? Das heißt, wir gehen erstmal in den Turm. Wie sieht es eigentlich mit Level-Ups so aus? Dauert noch. Ist bald soweit. Dauert wohl am längsten. Ja, das ist auch bald soweit. Das dauert am zweitlängsten. Also ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, Dawntief ist einer meiner Lieblingsgebiete in diesem, also in Icewind Dale 1 gewesen. Jedenfalls noch das, was ich in Erinnerung hatte davon. Ist aber auch ein sehr schwieriges Gebiet gewesen. Oh. Aus diesem Gebäude entweicht eine große Hitze. Dein Befehl, weiter! Okay, eine große Hitze, weil er ja auch hier heizt wie ein Irrer. Wie, Besuch? Dann macht es kurz und seht zu, dass ihr weiterkommt. Ich wollte nicht stören. Genau das tut ihr aber gerade. Was muss ich denn tun, um euch schnell wieder loszuwerden? Wer seid ihr? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, mein Name ist Bandorf. Ich studiere Magie und ich bin sehr eigen, wenn es um meine Arbeit und meine Ruhe geht. Also wenn es sonst nichts gibt, ersuche ich euch, mich in Ruhe arbeiten zu lassen. Ich wollte euch ein paar Fragen stellen. Dann fragt aber fast euch kurz. Ich habe mit einem uralten elfischen Leichnam namens Lare gesprochen, dessen Tochter vor Jahren in dieser Gegend verschwand. Wisst ihr etwas über sie? Ich erinnere mich, von einer Elfin gelesen zu haben, die kam, um den Zwergen in ihrer Zeit der Not beizustehen. Aber die Einzelheiten entschwinden mir im Augenblick im selben Maße wie meine Geduld. Ich habe noch andere Fragen. Was könnt ihr mir über die Gegend erzählen? Ihr seid wirklich entschlossen, mich zu stören. Was? Na gut, im Moment befindet ihr euch unbefugterweise in meinem Heim. Einem Wachturm, den die Zwerge errichtet haben, die früher in diesem Komplex leben. Sie nannten ihn Dawntief. Bitte erzählt weiter. Die Gegend wurde von vielen, vielen Jahren von Orks und anderen Kreaturen erobert. Und jetzt haben sich diese dreckigen Biester in einigen der oberen Räume des Komplexes eingenistet. Zum Glück ist es ihnen nicht gelungen, sich noch weiter nach unten vorzugraben, sonst müsste ich womöglich mit einigen Ungeziefer mehr fertig werden als ab und zu einem Mykonoiden. Was ist da unten?
Laut einiger Inschrift, die ich in der Umgebung gefunden habe, haben dort früher die Zwerge ihre Toten begraben. Also kann da unten so ziemlich alles herumlaufen. Wisst ihr, wie man nach da unten gelangt? Da ihr sowieso schon mal in der Grafschaft passiert, müsst ihr mir diese Antwort einen Dienst erweisen. Was für einen? Ich habe meinen Lehrling ausgesandt, Klingenrebenextrakt zu suchen, und der ist seit Tagen nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, er könnte mit einigen der weniger reputierlichen Bewohner dieser Höhle aneinander geraten sein. Wozu ist Klingenrebenextrakt eigentlich gut? Zunächst einmal wächst er nicht in der materiellen Ebene und ist daher sehr schwer zu bekommen. Er hat unzählige magische Eigen. Wieso erzähle ich euch das überhaupt? Wenn ihr meinen Lehrling findet und ihn zurückbringt, werde ich euch die Informationen geben, die ihr braucht, um euren Weg fortzuführen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Also dann fort mit euch und stört mich nicht mehr, bis ihr ihn gefunden habt. Ja, das ergibt aber keinen Auftrag. Weiter! Heißt, wir müssen jetzt die Höhlen hier abklappern. Also fangen wir einfach mal gerade mit der Höhle hier oben an. Und arbeiten uns dann nach unten weiter. Tach! Nehmt keine Gefangenen! Klopf, klopf. Kann ich helfen? Was habe ich denn Schönes für euch? Eine Schande, dass wir gewaltig werden. Was ist los? Eine Schande, dass wir gewaltig werden. Sag, was du von mir. Nehmt keine Gefangenen! Vorwärts, zum Sieg! Eine Schande, dass wir gewaltig werden. Weiter! Das war's schon. Kann ich helfen? Vita, Mortis, schau mir ruhig zu. Schwert. Schwert. Schwerter. Brauchst du mich? Nichts Besonderes. Weiter heilen. Vita, Mortis, okay. Dann können wir weiter. In Ordnung. Also, die Höhle da oben können wir vergessen. Da waren nur ein paar olle Orks drin. Das finde ich recht praktisch, muss ich ehrlich zugeben, mit dem begehbaren Wegen. Ah, hi Ethin. Und ja gut, Ethins haben mehr Haare auf dem Kopf, glaube ich, als die Klonen. Und hassen Zwerge. Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Dein Befehl, es soll geschehen. Einzelne Ethins sind halb so schlimm. In größeren Gruppen können sie sich zu richtigen Nervensägen entwickeln, übrigens. Oh, das ist jetzt auch niedlich. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja. Stopp dir mal, du. Feuerball. Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist verwirkt! So. Weiter! Ein paar knusprige Orks. Wie kann ich es sonst? Ja, sorry, also das war jetzt richtig putzig. Ich meine, die haben ja auch nicht mehr was und haben nicht mehr Erfahrungspunkte gegeben.
Dein Befehl. In Ordnung. Einverstanden. Dann gehen wir mal hier weiter runter. Ah. Ein großes Monument, auf dessen Mitte ein riesiger Elf und ein Zwerg eingemeißelt sind. Eine Inschrift zwischen den beiden Figuren lautet: Einigkeit macht uns stark. Hallo, große Stampfer. Die Dämonen des Schlafes jagen. Oh, eine Faust. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Ja, gewiss. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Oh ja, da haben wir schon das große Problem. Kann ich helfen? Ja, Verteidigungskoordination. Brauchst du mich? Am besten den hier auch. Ich werde noch tun, was ich kann. Kann ich helfen? Säurepfeile auf dem Hinterrad. Brauchst du mich? In Ordnung. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Wie lautet deine Aufgabe? Okay, langsam wird das böse. Dein Befehl? Vita Mortis. In Ordnung. Also ja, das war die Statue, die von der Lachel geredet hat. Da unten ist noch eine Höhle übrigens. Oh, der Etin, der prügelt sich jetzt auch gerade mit Konüden rum. Sag, was du von mir willst. Okay. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Infantus Fulcan. Nimm ruhig zwei Säurepfeile. Ja. Und dann gib ihm mal Feuer. Bereit zu neuen, spür meine sterne Klinge. Okay. Ist etwas nicht in Ordnung? Eine Heilung haben wir noch. Vita Mortis. Dein Befehl. In Ordnung. Ich muss sagen, Hexenmeister, also Sorcerer, ist gar nicht mal so schlecht als Klasse. Vor allem hier in der Enhanced Edition. Euer Leben ist verwirkt! So, dann gibt es nur noch eigentlich diesen Weg hier, diese Höhle hier. Ist jetzt gerade die Frage, ist das dieselbe Höhle? Weiter! Gewiss! Gucken wir mal kurz. Ja. Die ist etwas größer. Woran hast du gedacht? Ich tu's.